Das ist er also, meine Damen und Herren. Credo Grande wurde er getauft nach seinem herausragenden Auftritt im vergangenen Jahr in Münster-Handorf. Dieser Sohn des Kaftats PKZ. Vielleicht waren Sie 2014 auch in der Halle in Münster-Handorf, als der Vater hier von Credo Grande als Kaftat PKZ selbst seinen großen, großen Auftritt hatte, als er nämlich im Freispringen absolut überzeugen konnte und Springensieger der westfälischen Hauptkürung 2014 war. Das ist der Vater von Credo Grande, Kaftat PKZ. Ja, selbst mittlerweile unter dem Sattel von Christopher Klesener, alles das altersgemäß auf dem Weg in den ganz großen Sport. Tja, dann schauen wir auf die Mutterseite. Und wie gesagt, die großen Namen nicht nur über Kaftat, Castellan, Kornet, Obolensky väterlicherseits, sondern eben auch Kalido 1, Mutter, Vater. Die Oktave 3 ist die Mutter vom Kalido 1 Renommé Mephisto. Dieses Erblut des Ramiro Z taucht da im abfallenden Mutterstamm gleich zweimal auf. Renommé vom Ramiro und dann Mephisto, dann da steckt der Holsteiner Maximus und dann nochmal angepaart mit Ramiro Z. Also das sicherlich mit dieser ganz edlen Note, mit der hier auch Credo Grande vor uns aufparadiert. 1,70 Meter im Stockmaß. Und ich denke, Sie haben sicherlich Verständnis dafür, dass wir hier in der doch etwas kleineren Halle dann keine Sprünge aufgebaut haben, auch hier auf das Freispringen verzichtet haben. Aber ich glaube, wir können uns vorstellen, wenn wir diesen Bewegungskünstler auch unter dem Dressursattel so sehen, was er so an Schnick mitbringt. Vielleicht haben Sie selbst das ein oder andere Video schon sehen können. Ansonsten ist das natürlich auch alles online auf der Homepage der Hengstation Schulz. Ich denke, er hat ganz, ganz viel auch von seinem Vater mitbekommen, der schon in ganz jungen Jahren durch seine großartige Manier auch zu überzeugen wusste. Das hat er an Credo Grande weitergegeben. Einen kleinen Eindruck seiner Bewegungsgüte können wir hier in dieser doch etwas beengten Halle sicherlich erahnen und einen kleinen Eindruck genießen hier. Lisa, ganz, ganz herzlichen Dank. Credo Grande steht stellvertretend für die Springhengste der Station Schulz hier vor unseren Augen, wie Blockbuster, wie United Touch zum Beispiel. Ja, und an dieser Stelle schon jetzt einmal, noch einmal, wie er es schon oft gehört hat, aber ich denke an dieser Stelle auch von unserer Seite, Gratulation an Alfons Kleining aus Rosendahl, der Credo Grande gezüchtet hat. Die Familie Gasser und Gers stehen jetzt als Besitzer, als glückliche Besitzer, denke ich. Ein ganz, ganz moderner Springhengst, meine Damen und Herren. So sollen sie sein. Er ist dreijährig und er wird seinen Weg machen. Dankeschön, Lisa, und Dankeschön, Credo Grande.